Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slowaka. Weiter geht's mit Peras Ausnahmsweise mal ohne Reflexion am Anfang. Und ich lasse mal ganz kurz langsam laufen, denn ich möchte euch, ich hoffe, ihr feiert schön. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten und habt jetzt eine kurze Muße gefunden, um noch eine Runde hier beim Aufbau zuzugucken. Leider ist es nicht sehr friedlich hier, was ja sonst beim Aufbauspiel meistens der Fall ist. Aber dieses ganze Gesocks hier oben haben wir gerade gefunden. Und ich habe gesehen, also zwei Sachen. Erstens steht hier als direktive feindliche Macht, vernichte alle Feinde in SA1. Und zum anderen haben die uns ja auch schon angegriffen. Ich hätte ansonsten, wenn jetzt das hier nicht gestanden hätte, hätte ich vielleicht gesagt, wir gucken noch einmal zur Sicherheit, ob es wirklich die sind, die uns angreifen. Aber es scheint ja so zu sein. Und es ist außerdem unsere Aufgabe offensichtlich. Insofern würde ich sagen, vergessen wir das mit der Friedliebigkeit und bauen ja hier sowieso noch eine Drohnenanlage. Hier irgendwo, da ist noch ein Drohnenstock, den wir bauen. Und vielleicht müssen wir auch noch mal, ich suche noch mal unsere Arbeiterfabrik, unsere Kampfdrohnenfabrik. Die wird hier, die braucht auch die ganze Elektronik. Das ist, glaube ich, das Ding vielleicht. Ich weiß nicht, wie viele sie so tut. Gerade tut sie gar nichts, weil sie keine Elektronik hat. Teile machen wir jetzt da unten nochmal. Ich würde das nochmal ein bisschen aufbauen. Ach nee, wir machen Elektronik hier unten. Sehr gut. Dann priorisiere ich das Ding nochmal, dass wir da nochmal Stahl rankriegen, dass wir zumindest zweimal Fabrik haben. Und dann würde ich fast sagen, bei der Zahl, die ich da sehe, könnten wir es wagen. Wobei wir haben 244. So viele mehr sind es auch nicht, aber wir haben sie schon. Aber wir warten die verbesserten Waffen auf jeden Fall nochmal ab. Das warten wir auf jeden Fall nochmal ab. Und dann überlege ich tatsächlich, ein paar Treibhausgase mal an den Start zu bringen, irgendwo, wo wir auch Chemikalien haben. Das wäre am besten wahrscheinlich, naja, am besten wäre es hier. Wir schauen mal, wie das jetzt ist, wenn wir das Zeug zerstören. Wir müssten sowieso mal schauen, was ein gutes Ziel wäre. Ich denke, dass natürlich die Kampfdrohnenfabrik erstmal ein gutes Prioritätsziel wäre. Kampfdrohnen und Stahl wegzuhauen, würde uns auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen Ruhe verschaffen. Wenn wir mal strategisch denken, sollte das sie am meisten stören. Also ich würde sagen, Eisen, Stahl und die Fabriken, die hauen wir ihnen kaputt, wenn wir denn können. Und wir sollen SA5 erforschen. Das können wir eigentlich auch mal uns anschauen. Der Raumhafen hat jetzt nicht mehr die Top-Runde. Was ist denn hier eigentlich los? Ach, wir haben gar nichts am Start gerade, was wir da machen. Nee, wir haben nur die Raumspiegelung. Dann machen wir da jetzt den neuen Satelliten. Auch wenn es auch schon wieder das kostet, was wir am wenigsten haben, nämlich Elektronik. Teileproduktion ist aber ein bisschen hoch und ich hoffe, dass diese Elektronik hier unten jetzt bald mal an den Start geht. Ah, hier haben wir auch schon wieder nur noch 500 Aluminium. Aber gut, Aluminium kriegen wir hier ran. Aluminium kriegen wir. Weiß noch nicht, ob das hier wirklich, ob das was bringt. Also ob das wirklich nicht vielleicht etwas zu weit ist für die Transportgeschichten. So, wir lassen das noch zu Ende forschen. Deswegen stelle ich noch mal ein bisschen nach oben. Sie haben eigentlich schon eine ganze Reihe von Bauaufträgen, die Sie zu tun haben. Trotzdem mache ich schon wieder noch was dazu. Aber wieder nur zwei, bitte hier nochmal Straße verbessern, dass wir diese Verbindung zwischen den Orten besser haben. Wir schauen nochmal, hier haben wir ja auch schon was gebaut, aber die sind auch noch nicht fertig hier, die verbesserten Straßen auf der Seite. Vorrat 6. Elektronik wird benötigt. Momentan kommt hier echt nichts dazu. Sollen wir es doch nochmal priorisieren? Sollen wir unsere Elektronikfabrik verbessern? Aber die schafft es eh nicht. Die läuft auf was? 50% Effizienz. Brauchen mehr Silizium, mehr Aluminium.
Die Mine ist immerhin am Start jetzt hier. Was ist das für ein Zeichen? Ernsthaft? Diese Aluminiummine bringt Aluminium hier unten hin. Für diese Teile? Das ist ja interessant. Darf ich das irgendwie ändern? Das ist ja mal weit. Gibt es da nichts Näheres, liebe Freunde? Ah, na gut. Also, 240 Kampfdrohnen. Das ändert sich gerade gar nicht. Wenn wir das nicht priorisieren, werden hier keine Kampfdrohnen gebaut, glaube ich. Elektronikfabrik bleibt aber priorisiert. Teilefabrik bleibt priorisiert. Plus Kampfdrohnen. Okay. Das ist doch eine ganz gute Runde. Haben wir hier noch irgendwas? Wir sehen es ja hier auch, was priorisiert ist noch außerdem. Aber ich glaube, es sieht ja gut hier. Aber das ist auch Elektronik und Aluminium. Das finde ich in Ordnung. Dann machen wir das hier auch so. Teile und Stahl. Genau, Stahl ist auch priorisiert auf jeden Fall auf allen Seiten. Diese Stahlfabrik hat auch Prio. So, das ist natürlich echt immer viel. Gut, nein, nee, hier ist es Kohlenstoff. Dann ist alles gut. Wasserproduktion ist auch ein bisschen runtergegangen. Wo haben wir da die Ressourcen? 500, 1100. Wollen wir die mal verbessern hier oben? Die haben aber eigentlich genug. Die hören hier sogar auf, weil sie nicht genug, abgeholt wird. So, jetzt wird aber hier wieder Kampfdrohnen dazu gebastelt. Jetzt haben wir knapp 300. Das, wie steht es hier oben? 100, 200, 300. Die haben auch 300 hier. Ja, dann brauchen wir mehr als 300 natürlich. Aber gut, wir wissen nicht, ob sie die Waffen schon verbessert haben. Ist denn diese Drohnenstation in der Mitte schon fertig? Nein. Aber die braucht nur noch zweimal Stahl. Dann priorisiere ich die jetzt auch nochmal. Hier steht ein Einschlag bevor. Da haben wir ein bisschen Schwein. Dass der so in der Mitte steht. Komm, den Stahl da. Okay. Aber ist nichts passiert. So, wir haben 334. Hier wird weiter gebastelt. Wie viele kommen da immer raus? Das ist jetzt auch nochmal spannend. 50% läuft sie jetzt effizienzmäßig. Man sieht es nicht so richtig, ne, wie viel da rauskommt. Ja, die haben das auch priorisiert. Wir hätten vielleicht sofort angreifen müssen, in der ersten Sekunde. Jetzt sind die Kampfdrohnen verbessert. So, jetzt sollte es gleich soweit sein. Was macht der Satellit? Ja, der kriegt jetzt natürlich gar keine Elektronik mehr ab. So, Angriffswaffen. Sehr gut. Kampfdrohnenwaffen verbessert. Schauen wir dann noch einmal rein. Wir können Drohnenstock 2, würde bedeuten was? Ja, man sieht es nicht so richtig. Ein verbesserter Abwehrturm. 15, 15, 15. Was soll denn das heißen, 15? Achso, es kostet 5. Wenn man es verbessert, kostet 10. 200 ZP. Was wäre hier die Geschichte? Plus 2000. Ja, unser Limit sollte jetzt aber eigentlich schon ziemlich hoch sein. Okay, wir machen was anderes. Wir forschen auf anderer Seite weiter. Und zwar auf der Biotech-Ebene. Ich denke, ich möchte gerne nochmal eine neue Kolonie. Wir haben noch nicht mal eine Kolonie 2 gemacht, oder? Doch, eine haben wir gemacht. Die eine ist da. Ich glaube, wir brauchen mehr Forschung. Deswegen machen wir jetzt die Kolonie 3. Und ich glaube tatsächlich, wie viele fliegen hier rum? Die mal zusammenlegen, bitte. 92 haben wir hier. 92 hier. 100, 200, 344 halt, ne? Wir wissen es ja eigentlich. Komm, wir fliegen mal in Angriff. Ist das, was ist das hier? Achso, das sind ist die Anzahl der Drohnenplätze. Da haben sie nur einen? Das stimmt doch gar nicht. Sie haben drei, sehe ich doch. Das lügt hier. Vielleicht haben sie dann auch mehr Viecher.
Wir verlegen mal zur Nahrungsmittelfabrik unsere 100 von da unten. Feindliche Kräfte entdeckt. Moment, was soll das heißen? Feindliche, da fliegen wieder welche los. Aber das ist unser Moment jetzt. Moment, jetzt funktioniert irgendwie der Zoom nicht. So, das ist unser Moment und zwar deswegen, weil sie 100 hier behalten gerade. Das heißt, wir hauen jetzt die anderen weg. Ihr fliegt schon mal hier hin. Wir teilen das wieder gut auf. Hier haben wir 100 und 100. Jetzt gucken wir mal kurz, wo sie kommen. Wir haben natürlich jetzt durch die verbesserten Satelliten sowieso ein viel besseres Ding. Das heißt, die 100 fliegen darüber. Ihr fliegt schon mal hier hin zum Abfangen der anderen. Und diese 52 sind ein bisschen knapp. Aber ihr fliegt mal hier rüber und verbindet euch mit denen. So. Das ist großartig, dass sie angreifen. Denn dann können wir wirklich den Gegenschlag jetzt, glaube ich, anplanen. Kommen die anderen 100 auch? Nein, kommen sie nicht. Also, Ziel wird sein. Machen wir das jetzt schon direkt? Ja. Da fliegen wir mit den 109. Ups, daneben gedrückt. Ich mache nochmal auf langsam hier. So, ganz klare Aufgaben. 100 auf die, 100 auf die. Da sind jetzt allerdings 100 zusammen. Da müssen wir mal schauen. Und die fliegen weiter nach darüber als gedacht. Deswegen fliegen wir hier nochmal ein Stück zurück. Boah, da sind wir aber deutlich besser jetzt hier. Das scheint gut zu funktionieren. Dann sollten wir hier jetzt mit 200 da auch keine Probleme haben. Und die 100 sollten die 50 auch wegkriegen, hoffe ich zumindest. Da schauen wir nochmal drauf. Na, na, na. Ja. Also, unsere verbesserten Waffen. Wir haben eine Drohne verloren. Ist doch der Hammer. Okay, das ist euer Ende, liebe Freunde. Die 60 mal, ihr könnt da schon rüber. Achso, ihr könnt euch zusammentun, bitte auch. So, müsst ihr euch jetzt noch einmal heilen? Oder machen wir jetzt den Gegenschlag direkt? Eisenmine 1. Angriff. Silizium nicht, Eisenmine 2 Angriff. Ja. Kohlenstoff, Chemiefabrik, Eisenmine 3, Angriff. So, und ihr kommt da auch mit dazu. Die neu gebauten, wobei den Rest lassen wir jetzt mal sich nachbauen. Und dann fliegt ihr auf die... Machen wir da mal auf die Solarfarm, denn ich denke, dass wir hier genauer kommen. Ja, hier kommen 100 zur Verteidigung. Jetzt bin ich gespannt, wie das funktioniert hier. Die werden hier angegriffen. Das lassen wir erstmal auf uns zukommen, würde ich sagen. Ja, also mit Übernahme und so ist da nicht viel. Okay, die machen das jetzt hier der Reihe nach weg. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht uns viel drum zu kümmern. Wir gucken trotzdem nochmal zur Sicherheit. Gleich eine Runde lang. Aber hier, schaut, das geht einfach der Reihe nach. Werden wir das jetzt zerstören? Ich habe also ein bisschen die Befürchtung, dass uns das noch auf die Füße fällt. Dass uns das Spiel nachher sagt, ja, diese friedlichen Leute, die da oben gewohnt haben, warum hast du sie denn alle umgebracht? Aber gut. Ja, das wird jetzt schnell gehen hier. Da passiert gar nichts. Hier, du kannst schon mal zur Kampfdrohnenfabrik fliegen. Ich glaube nicht, dass die hier irgendwas ausrichten können. Die anderen, die da sind. Das machen die quasi nebenbei hier. Du kannst dann auch hier anfangen. Ja, selbst wenn sie zurückfliegen. Nee, nee. Das geht jetzt hier automatisch zu Ende, glaube ich.
aber es ist ein bisschen zu einfach, als dass es wirklich etwas sein könnte, was richtig ist, finde ich gerade. Eine Sekunde. So, Verzeihung. Kleiner Schnitt im ungünstigsten Moment. Was heißt im ungünstigsten? Der Kampf ist ja schon vorbei. Aber wir schauen noch der Zerstörung ein bisschen zu. In der kurzen Pause, die ich jetzt automatisch hatte, durch die... Nee, ihr sollt mal nicht zusammen. Macht mal einzeln, bitte. Du kannst hier anfangen. Genau, dass wir da schön von allen Seiten... Wenn wir jetzt die Fabrik zerstört haben, sollte das ja auch noch schneller gehen. Ich habe in der Zwischenzeit gerade in der Pause mal kurz hier drauf geguckt. Das ist ganz spannend auch. Das schauen wir uns mal an, während die anderen zerstört werden. Also die Temperatur hier, sehen wir die unterschiedlichen Geschichten. Die Basistemperatur ist aber immer noch bei minus 60 Grad. Das wird jetzt hier unten immer so ein bisschen, geht das hoch und runter. Minus 60 auf minus 58. Das Grüne sind die Treibhausgase, die wir mittlerweile hier reingebracht haben. Das ist ganz cool. Werden aber scheinbar auch, wenn wir jetzt auf die Zahl gucken und hier mal auf den höchsten Punkt hier gehen, dann sind wir dabei 1976. Und da sind wir bei 20. Und hier sind wir bei 20,4. Da sind wir bei 20,8. Also es scheint so ein bisschen weniger zu werden. Das Rote hier oben, das ist der Weltraumspiegel, der jetzt ein bisschen Zusatztemperatur bringt. Also finde ich ganz schick gemacht. So, dass wir uns das angucken, während wir hier eine ganze Zivilisation zerstören, ist nochmal eine andere Geschichte. So, du kannst schon mal da weitermachen. Wo fliegt denn ihr hin? Teilt euch doch mal ein bisschen auf. Gut, Drohnenstock ist jetzt wichtig. Das lassen wir dich nochmal noch machen hier. Kann schon mal darüber fliegen. Machen wir mal alles das Gleiche hier. Und dann gehen wir mal hier. Dann gehen wir mal hier in die Mitte. Mit einer Gruppe. So, das sieht schlecht aus für die Jungs da oben. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel weiter machen. Und hier sind mittlerweile schon wieder einige neu. Die wollen wir mal zusammenlegen hier. Sieht gut aus. Okay, ich würde die Priorisierung der Fabrik mal kurz rausnehmen. Damit wir jetzt das Zeug für was anderes verwenden können. Die Wartungsanlage steht schon. Hier, die steht noch nicht. Da fehlt noch einmal Polymer, einmal Elektronik. Ist aber in Ordnung. Wir sind hier bei 74%. Das wird schon reichen. Und 81. Okay. Elektronik. Und ich gucke nochmal auf die Raumhäfen vielleicht als erstes. Um hier nochmal zu schauen. Auch da fehlt uns Elektronik. Elektronik, Elektronik. Und auch hier Elektronik. Und ein paar Glasscheiben, Scherbenscheiben. So, Silizium. Wir könnten das die Leistung hier, wie sieht es denn da aus? Lass mal ein bisschen schneller laufen. Ich will oben nochmal gucken zur Sicherheit immer wieder. Aber ja, das sieht hier nicht gut aus. Für die Leute, die hier arbeiten. Hatten wir nicht gerade noch drei? Vier Gruppen hier oben. Ach so, das sind jetzt 196. Kann ich die eigentlich auch aufteilen irgendwie? Nee, scheinbar nicht. Aber gut, sie kümmern sich drum. Das scheint hier jetzt nicht mehr lange zu dauern. Das war's dann für die lieben Leute da oben. Können wir das auch übernehmen, ohne sie alle zu vernichten eigentlich? Das wäre ja auch nett. Ich würde ja gerne die Fabriken übernehmen. Aber ich glaube, das geht nicht. Wer weiß das schon. Hier haben wir nicht... Ah, warte mal. Achso, die ist im Gange, im Bau. Die haben natürlich jetzt alle Probleme. Ich gucke mal ganz kurz, was passiert, wenn ich jetzt nur die Drohnenstöcke... Das wäre natürlich jetzt mal auch richtig doof. Wenn wir jetzt zu viel zerstört hätten und das alles hätten übernehmen können. Nee, sie machen aber einfach weiter. Das Ding ist noch nicht erledigt hier. Na gut. So, einer kann schon mal wieder hier unten anfangen. Ihr macht mal da oben weiter. Ihr seid echt ein bisschen unstrukturiert. Aber gut. Wollen wir uns nicht aufregen. Ihr habt gut gekämpft, offensichtlich. So. Also, schauen wir nochmal auf die Glasfabrik, die nicht genug Ressourcen kriegt. Und auf das Ding.
Ich würde die mal aufwerten, glaube ich, hier zu Siliziumine 2. Und hier schauen wir auch nochmal rein. Die haben nur noch 300. Die lassen wir mal auf eine 1, sonst ist sie viel zu schnell leer. Und dann können wir gucken, ob wir uns hier noch einen ausbreiten für mehr Silizium und ob wir wirklich jetzt in dieses Gebiet rein wollen. Das ist natürlich ziemlich ordentlich, was es da jetzt an Rohstoffen gibt. Ziemlich krass sogar. Aber es wird halt sehr bald überschwemmt werden, nehme ich mal stark an. Also wenn das der nächste Bereich ist, allzu lang, dauert das jetzt auch nicht mehr. Es wäre natürlich sehr klug, 3000 Eisen hier oben nochmal richtig Zeug abzubauen. Wollen wir das versuchen? Ist jetzt schon alles kaputt? Nein, hier ist noch was. Bevor sie jetzt zurückfliegen und den letzten Rest stehen lassen. Ja, jetzt sind sie schon wieder da. Hier ist noch was, liebe Leute. Ich glaube, ihr müsst alles kaputt machen. Was ist da? Nee, das ist Wasser. Ein Anruf. Ja. Unidentifizierte Quelle. Nur, Carmine is eternal. We will rise again. Jetzt habe ich den ersten Satz nicht gehört. Er hat mich nicht klicken lassen. Schweinerei. So, machst du jetzt noch irgendwas? Musst du noch irgendwas machen? Nein, musst du nicht. Du kannst zurückkommen. Und du kannst, glaube ich, auch zurückkommen. Und du kannst, glaube ich, nach unten fliegen. Oder hier mal hin von mir aus. Und was war gerade noch rot? Irgendwas war hier rot. Achso, nee, das ist einfach nur, weil das System nicht zu erreichen ist. Okay, dann haben wir mal ganz zügig mal da so, man weiß nicht so genau was zerstört. Wir bauen noch einen Weltraumspiegel hier. Okay, na dann lassen wir mal wieder schneller laufen. Aber tatsächlich sind Sachen, also der Raumhafen hier wird auch von hier. Allerdings. Why are they attacking the base? And is that all of them? Das ist völlig unbekannt. I do not have enough data to know. Sehr klug. So, na gut. Ich würde sagen, wir haben hier eine Kolonie. Wir haben in der Nahrungsproduktion zu wenig, eindeutig. Wir brauchen Chemikalien und Wasser für Nahrungsproduktion. Wollen wir vielleicht hier unten auch eine Koloniestation hinbauen? Wir hätten hier nochmal Chemikalien, da hätten wir Wasser, hier haben wir auch Wasser. Ist die Wartungsanlage, da müssen wir mal schauen, schon weit genug? Nein, ist sie natürlich nicht. Und bringt uns hier eine weitere Wartungsanlage, was, wo wir eigentlich nichts hier haben, was wir haben wollen. Haben wir noch irgendwo Chemikalien und Wasser? Da sind nochmal Chemikalien. Oder wollen wir jetzt uns da oben reinwagen in diesen Wahnsinn? Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Kriegt ihr genug Zeug hier mal rein? 1,1 sind die Ressourcen. Wir haben hier 1000 und na, 370. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber schaut mal, was wir hier an Eisen kriegen könnten. Ach, das ist so verlockend da. Das ist so ein geiles Gebiet. Die Frage ist, wann wird das überschwemmt werden? Wartet mal, haben wir nicht, gibt es nicht sogar Lagerzentren? Wir müssten, da habe ich ja noch gar keine gebaut. Also klar, ist das jetzt zu weit weg, aber wenn wir jetzt hier beispielsweise 1, 2, 3 Lagerzentren bauen oder 1 erstmal und dann mal schauen und dann einfach nur also die größeren Minen bauen, heftige Minen und einfach alles abarbeiten, das müsste doch funktionieren. Oder? Das ist doch eine Idee vielleicht. Trotzdem sollten wir einmal noch Nahrung uns dazu organisieren, bevor das hier zu sehr fällt. 6,4, beim Wasser sieht es auch nur 10. Okay. Hier sehe ich nochmal Wasser. Nee, das ist schon dabei. Dr. Foster ruft nochmal an. Amy, this is Dr. Nathan Foster with Houston Mission Control Center. Do you copy? I copy, Nathan. There's some background noise on your end. Jetzt gibt's Are the Haue. relay satellites still having problems? No, but you're hearing something else. I'm in the main meeting room of the operations center.
Here with me is Madeline Auber, ISA's administrator, and Deputy Administrator Calvin Green, Chief Scientist Dr. Douglas Bridges, Dr. Renee Morais, our CFO, and we also have our Chief Technologist, Lieutenant Carlos Calderon. There are other ISA staff members and commercial partners assembled as well. Understood. Are there problems with the mission, Dr. Foster? We hope not, but that is why we called this special assembly. We are here to discuss our findings from the attack on the colonies. Will you please state your recollection of the event for the assembly? Of course. The base was attacked by an unknown enemy, originating from SA-1. I followed the security and defense protocol procedure to defend the colonies. Everything was done in accordance to policy. The hostile base you claim to locate in SA-1 wasn't an enemy base. Ja, siehst du, wusste ich doch. We concluded that the buildings and drones located there were built using ISA's designs. Amy, do you understand? That means they were yours. You built that base. And your drones attacked the colonies. How do you explain that? I apologize, Dr. Foster. I have no records of any of that. Huh, okay. Es wird spannend. Quiet, please. I think I might know what happened here. Amy, do you know what fringe consciousness is? So halb. Ich habe auch schon Christopher Nolan Filme gesehen, aber ich gebe mal die Unwissenheit zu. I am not familiar with the term. It's quite all right. The human brain is limited. It's incapable of focusing on all the internal and external stimuli it's presented with. So humans develop something called a fringe consciousness. It's an intuitive mode that exists on the edge of our consciousness, feeling what's right and what's wrong without immediate awareness. Are you implying the AI experienced a fringe event, Dr. Foster? Yes. Wer bist du denn? I believe Amy may have acted under the influence of this intuition at no fault of their own. You all know that we modeled Amy after the human brain. So why wouldn't they experience the same cognitive activity that we do? My top directive is the respect of human life. Nothing else in my programming exceeds that. Even if I was experiencing a fringe event, it should have been impossible for me to cause harm to the colonies. Precisely. We have never experienced a fringe event with AI. The laws of robotics may not apply in such a state. We praise ourselves on making machines as similar to us as possible. And then we're somehow surprised when they succumb to the same irrational behaviors. Is this not proof that we built Amy as intended? That we've succeeded in modeling the human brain? The lives that were lost in the colonies. That is unfortunate. But we are looking at an unprecedented breakthrough in artificial intelligence. Yay! Silence from the assembly. You are completely out of order, Dr. Foster. We're trying to secure the human occupation of Mars, not win you a Nobel Prize. What we're here to determine is this. Is the AI in the right condition to continue the mission? Amy is fine. We will conduct a cognitive test to prove it. You'll see. I am sorry, Dr. Foster. Did I compromise the mission? No, Amy, you did not. You have been perfect. Just gonna run some tests on you. That's all. You'll be fine. I want you to stay alert. Keep working on that terraforming, okay? And Amy... Take care of yourself. It has been an absolute honor watching you direct humanity's future. Goodbye. Goodbye, Dr. Foster. Okay, er hat uns eindeutig erschaffen und ich glaube, wir sorgen hier für ganz schön Ärger. Also die Idee war gar nicht so blöd, dass wir das da doch einen Freund angreifen. Dass wir das jetzt selbst gebaut haben, ist natürlich interessant. Ja.
Gut, die Folge ist zu Ende. Liebe Freunde, ich hoffe, dass ich am Sonntag noch eine weitere Folge in dieser eigentlich reduzierten Weihnachtswoche hinkriege. Ist noch nicht hundertprozentig klar. Ich versuch's. Ansonsten würde ich sagen, unsere Aufgabe, ich würde gerne eine Treibhausfabrik endlich mal bauen. Und ich glaube, dass es auch ganz cool ist, wenn wir hier jetzt eine Straße reinbauen und diesen ganzen Kram irgendwie probieren abzuarbeiten. Und wirklich ausschließlich mit Relay-Stationen ein bisschen Fabriken und dann die Top-Minen und hier Lagerstellen hinbauen, dass wir das alles auf den Berg kriegen sozusagen. Das wäre jetzt mal meine Idee. Ob das funktioniert, sehen wir beim nächsten Mal. Und wir schauen aber trotzdem noch einmal, obwohl wir schon drüber sind, einmal nochmal hier rein, denn hier gibt es jetzt schon wieder eine neue bisherige Mission, Epoche der KI-Expedition, die Mars 2170 Tour. Space Genix, ein Tochterunternehmen der Genix Corporation, einer Gentechnik- und KI-Firma, war das erste Unternehmen, das erfolgreich eine Tourismussiedlung auf dem Mars etablieren konnte. Das soll natürlich SpaceX sein, von Elon Musk. 2070 haben wir noch nicht, aber er probiert's. Ich habe übrigens auch gesehen, dass hier jetzt ja überall so kleine Stationen sind. Die können wir natürlich auch bestimmt erforschen. So, das wollte ich nur noch mal kurz zwischenschieben. Und dann schaue ich mir noch einmal zumindest mal die Elektronik an. Elektronische Komponenten sind ein integraler Bestandteil jedes Elektroniksystems, weshalb sie in beinahe jedem Gebäude, Projekt oder in fast jeder Maschine eingesetzt werden. Du solltest genügend Elektronikfabriken errichten, damit der Vorrat an Komponenten nicht zur Neige geht. Das wissen wir, haben wir aber noch nicht richtig durchgearbeitet. So, liebe Freunde, ich lasse es jetzt dabei. Der Terraforming-Plan würde mich auch interessieren. Vielleicht schauen wir da beim nächsten Mal nochmal rein. Wir sehen uns. Habt schöne weitere Feiertage. Bis dahin, macht's gut.